Jetzt stand vor uns ein dritter Drescher im Mais, stand bei uns an. Und wir haben letzten Herbst, den ganzen Herbst, einen T670 war es, glaube ich, gehabt zum Ausprobieren und zum Versuchen. Und da haben wir hauptsächlich Kölner Mais mitgedroschen und das hat super funktioniert. Da waren wir gut mit zufrieden. Wir haben uns jetzt für das Standardschneidwerk entschieden, für den John Deere Drescher, weil die normalen Schneidwerke laufen eigentlich recht gut und wir da auch gute Erfahrungen mit haben. Und von den Antrieben ist es einfacher und wir denken, wir kommen da ganz gut mit klar. Der neue Drescher läuft, und von der Leistung her ist er ganz klar besser. Der ist, die Körnerverluste steigen langsamer und der verzeiht auch so Lastspitzen, verzeiht er besser wie die beiden alten Mähdrescher.